Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Project Chaos. Wir haben uns letztes Mal sauber angestellt in den zwei Qualifyings und starten von 15 Platz 16 heute ins Sprintrennen von Platz 15. Sechs Runden sind's, los geht's. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, ne? Kopf in den Nacken. Nicht gut weggekommen. Verlieren Zeit. Aber bis jetzt noch keine Platzierung verloren. Versuchen sie jetzt hier außen rum. Ja, das ist einmal rausgedrückt. Wir sind jetzt hier außen, nehmen wir von ihm Windschatten. Da ist irgendwas innen durch. Geht auf jeden Fall sehr sauber zu. War gerade voll konzentriert. Gott sei Dank keine Beschädigung davongezogen von den Startturbulenzen. Okay, we've got a little bit of pressure from the guy behind, so maybe time to start covering the inside line. Ist immer Zeit dafür bei uns. Wenn wir einfach mega scheiße auf die langen Geraden rauskommen. Genau auf die beiden langen Geraden, die Kurvenfreiheit hatten wir mal überhaupt nicht. Aber über den Windschatten. Na, gehen wir in Begrenze bei 248. Können uns hier aber. Ja, ich bin innen. Und können vorbeigehen auf Platz 9. Ja, ich gehe vom Gas und ich komme einfach nicht rum. Aber irgendwie kommen sie uns nicht so ganz hinterher. Wir haben den ersten 8 eigentlich. Ich komme einfach nicht rum, diese Kurve, was ist denn hier los? Jetzt ein bisschen konzentrieren. Wir versuchen noch anzugasen, dass wir nicht verlieren, sondern vielleicht eine Position gut machen können. Es sind noch in Reichweite. Okay, das war jetzt ganz sauber noch der Bremse. Schaffen wir die Kurve eigentlich noch voll, was ist denn jetzt los? Fehlt die Downforce. Das ist ein Durchladen. So nah ist er jetzt auch nicht. Dass er da jetzt gleich durch reinstechen könnte. Aber für das, dass wir so schlecht sind am Kurven, an der Eingangskurve von den langen Geraden, sind wir eigentlich umso besser in der Kurven nach den langen Geraden. Obwohl wir die jetzt sogar top erwischt haben. Aber auf Ding, an der Kurve sind wir immer mega stark. You're inching closer all the time. This is great stuff. Come on, you can take him. Line up your move and get it on. Wir versuchen's. Aber wir sind halt auch schon bei der Hälfte des Rennens angelangt und wir kommen nicht so richtig mehr.
Komm, geh rum, Zack. Na, jetzt sind die natürlich hinter uns wieder direkt dran. Your pace is dropping in and out a little bit. Try and refocus. Line up some good, strong, consistent lap times. Ist ja nicht konstant, will ich mich verarschen. Wir sind einfach nur konstant schlecht. Das siehst du nicht. Irgendwie geht jetzt hier nichts mehr so richtig vorwärts. War der Plan. War auf jeden Fall der Plan. Muss man nur irgendwie näher rankommen, ne? Von wegen, wir sind nicht konstant. 33.000 ist langsamer. Ich sagte, wir sind konstant langsam. Da geht einfach nicht rum, Sig. Nice one, that's your fastest lap so far. Ha! Ciao, nochmal schneller geworden. Letzte Kurve reißt raus. So, volle Lotte quer drüber. Ich will meinen Top 10 Platz halten, weil damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass wir so weit vorkommen. Aber wenn ich alles Zeug bedeutet, das doch Punkte. Jawohl, die haben wir mal mega gut erwischt. Ich habe sicher keine Pace, um den einholen zu können. Das glaubt aber auch bist du. Ich bin froh, wenn ich den anderen hinter mir halten kann. Das ist echt anstrengend hier. Aber wir kommen langsam in so einen Rhythmus rein, der ganz gut funktioniert. Tja, ich war super konstant, aber halt super konstant langsam. Ich habe mehr so ein Renn-Setup immer als ein Quali-Setup. Aber wir können uns ein bisschen nach hinten absetzen, sehe ich gerade. Sie hängen uns nicht mehr so im Nacken wie vorher. Letzte Runde oder so. Es sieht alles nach Position verteidigen aus. Das Problem ist nämlich eine Kurve und die sind wieder da. This guy's right on your gearbox. See if you can pull a trick on him and slow down in the middle of the last corner and try and punch away on the straight and break the slipstream. Ja. Oh, Slipstream brechen ist immer so eine Geschichte, gell? Sehen wir uns im Arsch hängen. Extra eng hingebremst. Hier besser rauskommen als er, jawohl. So, die letzte Kurve nicht zu 100% verkacken. Dann sollte uns der 9. Platz sicher sein. Ist zwar kein guter Start, also kein sehr guter Start in die Saison, aber ein guter Start. Punkte. Punkte sind wichtig. Wiederholung speichern. Schauen wir mal, ob wir 2 Punkte einmal bekommen. Der Ingolf Higgs-Wolf hat für Aero Bull natürlich hier ewig Punkte geholt, 27 an der Zahl.
Und dann sehen wir uns im Hauptrennen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da, checkt auch noch die Playlist in der Endcard aus und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.